Hallo. Hey Joel. Geht's dir? Ja. Yeah. Geht's dir? Es geht mir gut. Und dir? Es geht mir super. Ah, hey Joel. Unser Deutschkurs. Ah, shit. Warum denn? Fuck. Unser Deutschkurs. Unsere Deutschkurs planen einen Ausflug nach Russland. Wir denken, dass Deutschland oder Deutschland, Schweiz oder Österreich Wir denken, dass Deutschland, Österreich oder Schweiz ein guter Platz für die Ausflug ist. Hast du eine Idee für unseren Ausflug? Ja, ich denke, Deutschland, Österreich und der Schweiz eine gute Idee. Aber wir müssen die Stadt wählen. Wählen die Familie? Ja, wie wäre es, wenn wir in Berlin einen Ausflug machen? Ah, so. Ja, ich denke, Berlin ist eine gute Idee. Berlin Berlin hat viele Sehenswürdigkeiten und wir können lernen Deutsch besser in Berlin. Okay. Also Teams du mehr zu? Ja, Berlin? Okay. Stimme dir zu. Also, wann sollen wir nach Berlin losfahren? Hast du eine Idee? Am Wochenende, ich denke, dass am Wochenende besser ist. Ich denke am dieser Samstag um 8 und ich denke wir sampai gana bis Sonntag. Also wir fahren dorthin am Samstag bis Sonntag. Ja. Um 8 Uhr. Okay, das. Und bingung kan apa? Itu kayak apa? Bukan, itu kayak gimana itu kesananya? Ah ya, bikin komen. Gimana kayak apa gitu? We live in Köln. I think we couldn't meet Uban dort. Hast du eine Idee für unser öffentliche Verkehrsmittel? I think Uban is good. Aber wie wäre es, wenn wir vielleicht ein Auto reservieren? Ein Bus. Unser Deutschkurs hat 12 und denke ein Bus besser ist. Ja, aber wir müssen achten, wie viel kostet der Bus. Ich denke für 2 Tage Auto reservieren. Wir brauchen 100 Euro. Müssen
100 euro bezahlen. Ja. Okay, das ist gut. Und dann, was sollen wir dorthin mitbringen? Wir bringen unsere Kleidung natürlich und Kleidung. Ja, es ist Sommer. Sommer ja, wir müssen Sommer. Kalau musim dingin enggak usah pakai winter jacket. Ya, ya, wir müssen Sommer ya, kan bilang Sommer. Es ist Sommer und ich denke eine kleine Kleidung besser ist. Okay. Ja, natürlich. Und über Essen und Trinken. Es ist viele Restaurants in Berlin. Und ja, und wir brauchen viel Geld. Ja, okay, also. Ja, für Essen und Trinken. Wie viel Geld sollen wir mitbringen? Es ist besser für uns, fünfhundert Euro mitbringen. Für Restaurant und Trinken. Essen und Trinken, also Hotel. Oh, ja. Reservieren wir Hotel ein Hotel. Und dann, fragst du. In Berlin hat viele Sehenswürdigkeiten. Was müssen wir in Berlin anschauen? Okay. Benar. Ich habe eine gute Idee. Wie wäre es, wenn wir Berlin Museum anschauen? Ah ja. Wie findest du? Ich denke, das ist eine gute Idee. Haben Sie eine andere Ideen? Ja, natürlich ein Museum ist ein guter Platz für Ausflug. Aber ich denke, dass natürlich Museum ist ein good Platz für unsere Ausflug. Unser Ausflug. Ja, und mit dem itu deh. Udah. Ah ya, und berarti ekstra kan kalau misalkan ada paling ekstra kan. Tadi kan udah biaya udah terus. Ya. Natürlich das war alles ich denke. Ich denke ich muss mit andere with under teilnehmer with under teilnehmer aku mau ngasih tahu ke yang lain tentang plan kita ini. Melden ich möchte with under under teilnehmer nehmer Melden über dieses plan über diesen Haus. Over dieser Ausflug. Okay. Ja. Okay. Inilah apa atasnya? Kesimpulan. Oh ya. Yeah. So, wir fahren am Sonntag bis Sonntag um 8 Uhr. Und wir reservieren einen Bus für unser Verkehrsmittel. Und
wir brauchen 500 500 Euro für unser Hotel, Essen und Trinken. Wir fahren zu Berlin Museum dort und mana dia pak? Anjing fuck, anjing apa? Kleidung itu. Ah ya, we bawakan kleidung. Ya, yeah, we bawakan kleidung for unser Ausflug. Ya. Yeah. Kemana Ausflug ya? Berlin. Oh ya, yeah. Nah, we're going to Berlin. Itu harusnya di awal. Ya. Bis sampai start. Bis sampai.